Check-in oder besser gesagt, guten Morgen. Ja, jetzt könnt ihr mal One Man Two Balls sehen, wie er gerade frisch aus dem Bett gefallen ist. Normalerweise mache ich das nicht. Erstmal Käffchen. Aber ich finde, zu dem Video sollte das ein bisschen authentischer sein. Und ja, ich bin wirklich so ein ekelhafter Frühaufsteher, wenn ich keinen Alkohol trinke. Ich werde euch zeigen, wie man voll einfach Geld macht. Nein, bevor jetzt was kommt mit Robin Hood oder so, nichts dergleichen. Jetzt wird's noch lustiger mit Online-Umfragen. Ihr werdet euch jetzt denken, jetzt geht's los, Alter, jetzt kommt Steven wieder. Ich hätte den Scheiß auch nicht geglaubt. Guck mal, das habe ich hier in den letzten 7 Tagen gemacht, während ich morgens Kaffee getrunken habe und kacken war. Da kommen nochmal 20 € dazu. Das sind keine Donations oder so. Das ist nur durch diese Online. Warte mal, ich muss euch das zeigen, Leute. Sorry, ich bin noch müde. Ja, da kommen heute nochmal 20 € dazu. Nur mit diesen Online-Umfragen. Oh, hier ist der Discord. Jeder ist willkommen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Erstmal erkläre ich euch, wie das dazu kam. Mein letzter Entzug, ich hoffe, das stört nicht, wenn ich hier rauche, es ist früh am Morgen, war, ich glaube, Januar oder Februar. Tja, so lange habe ich schon durchgehalten. Und ihr müsst wissen, in unserer Entzugsklinik ist ziemlich langweilig. Da gibt es einen Fernseher, weil man muss sich mit anderen Patienten unterhalten. Und dass ich jetzt nicht so der größte Fernsehfan bin, ist euch allen bewusst. Also wenn du da kein Handy und kein Ladekabel dabei hast, bist du im Arsch. Da gibt es einen Sportraum, den darfst du nur benutzen, wenn die Krankenschwestern oder Pfleger dabei sind. Aus Sicherheitsgründen, wegen Krampfanfällen und so. Und die haben natürlich auch zu tun, die können nicht ganze Zeit mit dir da drin sein. Also im Grunde genommen kannst du in deinem Zimmer Sport machen, du kannst draußen auf dem Krankenhausplatz joggen gehen, spazieren gehen, was eigentlich alle machen. Alle laufen da rum wie bekloppt, rauchen gehen und am Handy chillen. Überlangweilig. Wenn keine Therapie ist am Wochenende, glaubt mir, ihr müsst euch irgendwie beschäftigen. So. Da lese ich. Mit Online-Umfragen Geld verdienen. Denk mir, verdienst du wahrscheinlich sowieso nichts, aber meine Güte. Jetzt ist mir gerade so scheiß langweilig. Warum nicht? Machst du halt ein paar Umfragen. Ich bin dann zu der Seite Talk Online Panel gekommen. Von der Seite muss ich leider abraten. Ich habe da angefangen, also erstmal so ein Amazon-Gutschein oder, hier sieht man schon. So ein Amazon-Gutschein oder Steam-Gutschein ist mir scheißegal. Bin ich ganz ehrlich. Wenn, dann will ich es bar auf PayPal. So, da habe ich jetzt von Januar, Februar bis jetzt August gebraucht, bis ich meine Auszahlung bekomme. Vergiss es. Kackseite. Dann, wie gesagt, neben YouTube war ich arbeitssuchend. Jetzt habe ich Gott sei Dank Glück gehabt. Bin ich auf. Das ist die gute Seite, die will ich jetzt später zeigen. Die Seite hier gekommen. Sweatbox. Die ist als zweite Seite bei mir verlinkt. Hier kriegt ihr SB-Punkte. Wenn ihr 500 habt, hier gibt es schon voll viele Umfragen, dann könnt ihr hier meine Gutscheine. Und hier sieht man schon, PayPal kann man einzahlen lassen, entweder 5 €, 15 €, was weiß ich, oder Amazon, Steam-Gutscheine. Wie gesagt, mich interessiert nur PayPal. Was man hier noch machen kann, man kann so Spieletests machen, wie auf empfohlen.de. Würde ich von abraten, weil meist sind es voll die Kackspiele, Handyspiele, wo du voll viel Werbung gucken musst und dann gibt es so eine, hier nehmen wir mal Farmville, Farmville 3. Du musst innerhalb von 14 Tagen Level 30 erreichen. Meist musst du dann ganze Zeit zocken und so. Und dann diese Prämie ist 14 Tage gültig. Das heißt, 14 Tage wird das Geld zurückgehalten. Und bei Swagbucks ist es so, wenn du jetzt so einen Gutschein hast, steht da auch, der kann bis zu 10 Tagen erst überwiesen werden. Kann man machen, wenn einem wirklich richtig langweilig ist. Ist der zweite Link. Swagbucks, könnt ihr euch anmelden, wenn ihr wollt, wenn ihr nichts zu tun habt. Jetzt bin ich aber auf eine Seite gekommen, die finde ich wirklich gut.
Die mache ich wirklich täglich, nicht nur wegen dem Geld. Ich mache, glaube ich, jetzt jeden Tag beim Kacken 5 € oder 10 €. Und wenn man sich das mal auf den Monat hochrechnet, also da kriegst du mehr als mit einem Blutspenden. Ich meine, was mache ich denn morgens? Also in dem Zustand jetzt könnt ihr nicht von mir erwarten, dass ich irgendwie streame, spiele oder ein Video mache. Ja, okay, ich mache jetzt ein Video, damit es für euch authentischer ist. Damit ihr mich mal so müde seht. Kaffee. Aber das Einzige, was ich mache, ist halt YouTube Analytics abchecken, Mails checken, schon mal beantworten, Spam löschen, halt so die kleinen Sachen. Aber in dem Zustand bin ich jetzt nicht in der Lage, hier einen auf Wow, Shaking und sowas zu machen. Ich muss erst mal meinen Kaffee trinken, mir Frühstück machen und mich frisch machen, wisst ihr? So, das ist jetzt die Seite, die an erster Stelle ist. Die finde ich richtig gut. Mobidoc heißt die. Also, da ist das Wichtige, wenn ihr euch anmeldet, muss die E-Mail-Adresse genau dieselbe wie euer PayPal sein. Ja, Nummer 1. Macht die ersten zwei Umfragen, das sind so Standardfragen. Und dann könnt ihr auf euer Profil gehen. Und dann sind hier noch so Sachen, die füllt ihr aus am besten. Oh, hier steht ja meine Telefonnummer, hat niemand gesehen. Und dann kriegt ihr jeden Tag oder alle 2 Tage hier immer neue Umfragen. Zack, schon wieder eine. Und die Umfragen sind richtig interessant, weil die suchen sich speziell die Leute raus. Bei mir war das jetzt so, ich krieg ganz oft, also einmal hatte ich eine Anfrage von einem Alkoholhersteller, hier mein Leben mit der Sucht. Ich habe die Fragen natürlich beantwortet. Ich krieg aber ganz oft von Videospielefirmen richtig coole Fragen und von Süßigkeitenanbietern. Bei den Videospielefirmen ist es so, die stellen mir Spiele vor, die erst nächstes Jahr rauskommen. Das sind dann wirklich so Fragen, die geben dir so die Covers und du sollst entscheiden, wenn du das jetzt auf Steam siehst oder im Laden, was würde dich am meisten ansprechen? Oder die Beschreibung von dem Spiel. Oder beispielsweise bei einem Rollenspiel gibt es dann so Krieger, Zauberer, Schamane, blablabla, dann so die Beschreibung und die Fähigkeiten. Und du, der hier sitzt, du entscheidest, ob das gut ist oder nicht, und du kannst sogar deine Verbesserungsvorschläge hinschreiben. Also, jetzt kommen wir zu dem Thema Datenschutz. Du hast bei so einer Umfrage durch die. Es gibt natürlich Datenschutz. Also, die wollen nicht deine Adresse, deinen Namen oder so. Dann kriegst du auch keine Briefe von denen. Die wollen dann so wissen, wie alt bist du, kommst du aus Berlin, blablabla. Wozu? Zum Ende, nach so einer Umfrage, wird eine Statistik aufgestellt. Die kommen aus Bayern, die kommen aus Berlin und so, und dann gucken die halt so. Dafür ist es da. Und der Datenschutz geht aber auch in beiden Seiten. Das heißt, ich darf leicht anmerken, was jetzt nächstes Jahr kommt. Ich darf aber nicht genau sagen, was für Spiele, wie sie heißen und so. Also das ist so ein. Ja, so funktioniert es halt. Also ihr braucht da irgendwie keine Angst haben. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, für die Fans von Baldur's Gate und Diablo, nächstes Jahr kommt ein richtig cooles Spiel. Für die Strategiefans von Age of Empires kommt auch ein richtig cooles Spiel. Und für die Herr der Ringe-Fans, da bin ich schon richtig gehypt drauf. Das wird auch ein Rollenspiel, ähnliches Ding. Und es sieht verdammt gut aus. Das werde ich mir auch holen wahrscheinlich. Und davon mal abgesehen, dass ich da halt, während ich meinen Kaffee trinke oder auf Klo sitze und gerade kacke und das beantworte, Geld verdiene, finde ich das echt cool, dass ich weiß jetzt mehr als die Leute von der Gamescom. Voll cool. Ja, wie gesagt, unten ist der Link, da könnt ihr euch anmelden. Ach so, manchmal ist es so, das ist ein bisschen deprimierend, vor allem hier bei Swagbucks. Wenn du die ersten Fragen beantwortest, manchmal schmeißt er dich raus, weil du nicht in die Umfrage reinpasst. Achso, bevor ich dazu komme, wenn wir jetzt beispielsweise hier eine gute Freundin hier, Kitira, die Streamerin, die ist ja total so auf Beauty-Zeug. Würde sie hier mitmachen, würde sie bestimmt richtig viele Beauty-Firmen wie L'Oréal und so bekommen und die würden sie irgendwie Fragen stellen. Ihr Fragen stellen, Deutsch. Wo war ich jetzt? Achso, wenn sowas hier passiert beim Mobrock, dass er nicht in die Umfrage passt, ist es gar nicht schlimm, weil hier gibt es eine Lotterie.
Nein, ihr müsst da überhaupt keinen Cent bezahlen. Ihr kriegt Lotterielose. Hier sieht man schon. Und die könnt ihr einsetzen. Immer zum Ende des Monats werden zwei Lotterielose ausgewählt und die kriegen einfach mal 100 € geschenkt. Ich weiß nicht, wie hoch die Chance ist, wie viele Leute da mitmachen. Wahrscheinlich sehr gering. Ich habe sowieso kein Glück im Glücksspiel. Aber ey, es ist gratis. Und wenn man mal Glück hat und einfach mal am Ende des Monats 100 € nochmal extra bekommt, voll geil. Also wie gesagt, die Links sind unten. Der erste ist Mobrock, den kann ich wirklich empfehlen. Und wenn euch wirklich langweilig ist, könnte ich euch auch Swagbucks empfehlen. Ja, das wollte ich einfach nur sagen. Falls euch nebenher, wenn ihr auch so eine Trantüten morgen seid wie ich, oder keine Ahnung, falls ihr einen langweiligen Job habt und da nichts zu tun habt, dann macht ihr nebenher ein paar Umfragen. Also wie gesagt, dieses Mobrock finde ich wirklich interessant, dass die Videospielefirmen mir da echt rege Fragen stellen. Ja, das wollte ich nur sagen. One man two balls. Over and out. Peace.